E4, los geht's. E4, ein vernünftiger Eröffnungszug. So, das ist Sprich, jetzt, ja, oh, Sizilianisch. wir sind Sizilianisch, sehr schön. Ah, schön. Mal gucken, was Schwarz vorbereitet hat hier für den. Was Ja. überlegt er hier? Was gibt es jetzt zu überlegen? Hat er das noch Da nie kommen gesehen? wir. Spring F3? Ja, aber man kann. Oh, das sieht nach einem Neidorf-Versuch aus. Läufer Oh, B5. eine Moskau-Variante hier. Wunderbar. Ganz langweilig. Nein, kann man alles spielen. Ja, da ist nichts langweilig. Das spiele ich auch immer, BWG, mit Ja, Moskau. Läufer B5 ist vernünftiger zu. Ist die Turm E1 Frage. bitte. Kalix, Turm E1. Kalix. Ja, Darf. das kennt er. Das kennt er. Was spielt man hier? Läufer D7, keine Ahnung. Ja, kann man machen. Und dann weiß später hat da das, kennt sie klassisch C3 und so weiter. Ja, sicher. Ja, er läuft schon in einer Variante, die er nicht so gut kennt. Ich sehe schon. Nach A6 spielst du normalerweise Läufer F1, ne? Okay, Läufer G4 an der Stelle. Sehr ungewöhnlich. Ja, das sieht schon komisch aus. Ja. Läufer G4 ist glaube ich, an der Stelle nicht so gut. Nee. Glaube ich auch nicht. Weil der Läufer auf B5, die Fesselung ist sehr nervig. Richtig. Die muss man unbedingt loswerden eigentlich. Ah, du hast es ja schon gesagt. Läufer D7 ist da eigentlich Usus, ne? Ja. Ja, sieht auch. Oh, jetzt kommt D4, droht schon D5 irgendwie. Okay, H3. H3 kann man auch spielen, ja. Oh, Aber was macht der denn? und das Problem ist, dass Schwarz, also wenn der Läufer auf G6 steht, ne, dann steht er da Der wie steht ist der total irgendwie schlecht, der muss auf abgeholt? F3 Ja, nehmen. genau. Er steht da schlecht, er muss auf F3 nehmen, ja. Weil jetzt droht D5 einmal nehmen und dann unbedingt A6 oder D5 spielen. Richtig. Ja, er hätte G4 machen sollen mit Weiß vielleicht. Egal. Ja, ja. Manu, danke dir. Ja, das. Weiß hat Entwicklungsvorsprung. Schwarz. Hier muss er auf D5. D5 ist eine Riesendrohung. Da muss er was gegen tun. Wahrscheinlich selbst D5 spielen. Aber dann gibt es sehr viele aus Profisicht gute Fortsetzungen für Weiß. Das Ja. sieht aus für Weiß. Und man spielt das nicht mit Läufer G4 in der Regel, weil der Läufer jetzt echt schlecht steht nach G4 Ja. und man eigentlich müsste man auf F3 tauschen, konsequenterweise. Wahrscheinlich ja. Ich würde wahrscheinlich auf F3 nehmen und dann D5 machen. Genau. Aber dann wird es kompliziertes Spiel, so mit D5. Oh. Ja, das. Dann gab es schon E schlägt D5 eventuell. Okay. Aber die Festung auf der Läufer auf B5 ist nervend. Ne? Ja, weißt du, was ich hier machen würde in der Stellung? Hm? Wahrscheinlich. Moment. Einmal, ja, okay. Nehmen Springer D5 und dann G4 und Springer E5 oder sowas. Sowas in der Richtung. Ja. Vermute ich. Okay, das ist komisch. E5 ist aber. Nee, das ist unlogisch, weil er Das schließt die ist Stellung. unlogisch. Ja, er schließt die Stellung. Jetzt kann Schwarz Springer E4 spielen und jetzt. Okay, das ist unlogisch von beiden gespielt. Jetzt ist kein Problem mehr im Zentrum für den schwarzen König. Er hätte unbedingt die Stellung öffnen müssen im Zentrum. Richtig. Ja, Springer Aber D2. es Ja. ist auch nicht, es ist positionell auch relativ anspruchsvoll jetzt hier, ne? Also du, es ist ja nicht so, man muss schon aufpassen, was man tut hier. Und das muss man immer. Ja, aber. Hier würde mir die Stellung schon fast besser für Schwarz gefallen. Das ist eine simple Drohung, die aufgestellt wird. Der Springer auf E4 hängt. Ich weiß nicht, warum er danach denkt. Einfach auf D2 nehmen. Nein. Geht das? TBG, ist hier vielleicht Turm schlägt E4 möglich schon? Und die Idee Ja. ist, Naja. wenn Bauer ich nimmt, nehme. also Springer schlägt E4. Ja, und dann? Kurze Ja, Rochade dann. einfach. Ich vermute, er hat jetzt Dame A4 geplant, aber der D2 hängt erstmal so ein bisschen. Dame schlägt C6. Dame A4 hier, ne? Ist nervig. Also. Damals Okay. C2, okay. Dann greift E4 an, ist gar nicht so doof.
Aber Dame A4 fand ich etwas logischer. Weil der Läufer noch angreift gleichzeitig, ne? Ja, Schwarz hat komplett vergessen, dass er nicht entwickelt ist. Der König steht in der Mitte und Läufer, das war zu viel. Er wollte zu viel. Anstatt einfach zu tauschen auf D2, dann rochieren, ne? Ganz in Ruhe zu Ende entwickeln. Ungeduld, das ist typisches ungeduldiges Spiel. Dame B6, jetzt verliert er einfach einen Bauern erstmal. Ah, was rede ich denn da? Der ist doch gefesselt. Der kann gar nicht auf E4 nehmen. So klar Sorry. ist das nicht. Also Springer schlägt E4, Läufer schlägt E1, Ah, ne? nee, ich nehme Springer. auf. Nein. Ich nehme auf E4 mit dem Bauern. Ist A, genau. Okay. Und Turm schlägt E4, Läufer G6. Ja. Richtig. Weil auf E1 kannst du nicht nehmen, wegen Springer D6 Wegen Doppelzug, Springer ne? D6, ja. Ja, spannende Stellung. A3, Einfach okay. A3. Und sieht logisch Ja, aus. vernünftig. Er nimmt jetzt raus. Okay, das kostet jetzt keine Zeit mehr. Das ist gut. Einfach alles tauschen. Es gibt aber Probleme auf den schwarzen Feldern, sehe ich Ja, schon. ich Oh, wollte gerade gut. sagen, wenn man einen Springer nimmt hier auf D2, Springer Ja. B3, Springer C5 und so Ja, weiter. man nimmt auf D2 raus. Dann kommt Läufer D2, Läufer B4. Das ist alles sehr, sehr unangenehm, unappetitlich. Na gut, man hat aber keine Wahl hier, weil der E4 hängt, ne? Ich meine. Der hängt einfach, ja. Man kann Läufer G6 spielen hier. Vielleicht. Läufer G6 ist interessant. Aber es gibt noch nicht mal einen vernünftigen Abzug, ne? Auch wenn der Springer dann nach B3 gehen würde, dann gibt es noch nicht mal einen Abzug für den Springer, für den Schwarzen. Irgendwie der besonders stark ist. Wie schaut es denn zeitlich aus? Ah, Läufer G6 kommt Ja, auch. da habe ich ein bisschen Sorgen, weil Weiß hat eine Minute mehr. Aber ich finde es gut, dass die langsam spielen. Also das ist besser als zu schnell. Besser als zu schnell. Besser als zu schnell. Läufer G6 gefällt mir richtig gut. Ja, ist ein guter Zug. Ich vermute mal, dass Weiß trotzdem aus der Fesselung rausgehen sollte. Dame A4 vielleicht. Er geht einfach Springer da F. zurück, aber das sieht Ja. komisch aus, wenn ich ehrlich bin. Springer Egal. F3. Wo ist die Egal. Zukunft dieses Springers? Okay, er Ja, verteidigt D4 noch, ja, Springer aber. H4 geht auch noch. Ne? Nee, geht nicht, geht Ja. nicht. Ja, jetzt Rochade, komm. Der König muss. Den kannst du nicht auf A8 stehen lassen die ganze Zeit. Wahrscheinlich denkt er jetzt über irgendwelche Abzüge nach, aber es gibt hier keine großen Abzüge. TBG, was hältst du von. Obwohl, nee, der D4 Ja, hängt. Ja, Läufer okay, E3, erstmal Läufer Läufer E3. E3. Und Ja, jetzt ist ja. aber auch Springer H4 ein Motiv, ne? Jetzt ja. Das wird jetzt Ne? problematisch, weil dann. Jetzt muss er versuchen, sowas wie. Er muss unbedingt C5 oder F6 spielen hier. Das geht aber nicht so leicht. Nee. Es geht aber Springer G5 eventuell. Fällt mir gerade auf. Ich würde Springer H4 ins Auge fassen. Jetzt würde ich mit. Ja, ich auch. Mit Weiß, Springer H4 ist sehr, sehr logisch. Na, C5, diese bösen C5. Läufer killen, ne? B4. Entschuldigung kurz, Ja. Real Don Wales, nee, Real Don Weiss. Bei dem Namen hatte ich auch Probleme gerade. Gunni, hab dich heute erst entdeckt, aber finde dich klasse. Ich finde TBG auch klasse. Er meinte aber, das Kompliment war an dich gedacht. Ja, ich weiß, aber ich wollte es nicht so einfach hinnehmen. Dame E2. Und jetzt hat er Angst. Jetzt muss er C5 machen. Komm. Nein, geht gar nicht. C5 geht gar nicht. Scheiße. Kann er nicht machen. Dame E2, den hatte ich gar nicht im Auge. Dame Ja, ist E2. gar nicht so doof, was Weiß spielt. Also Ja. strategisch gefällt mir die weiße Stellung besser wegen des rückständigen Bauern. Mir auch. C6. Wobei, es ist die Frage, kann Schwarz C5 durchdrücken irgendwie, ne? Nein, jetzt nicht. Ja, im Moment nicht, nee, aber das muss ja irgendwie das strategische Ziel sein irgendwann, oder? Ja. Vielleicht damit. Das geht aber nicht. Scheiße. Er zieht C5. Naja, das Das geht geht doch gar nicht. nicht. Nee, Nee. es geht leider nicht. Wenn er nimmt, darf er nicht zurücknehmen wegen B4 und dann ist wegen der Fesselung der Springer weg. Genau. Ja, wenn er jetzt nimmt, dann kommt B4 und dann ist leider die. Deswegen würde ich Dame B3 machen hier. Naja. Hat er leider eingestellt. Das sieht gut aus für Weiß. Mehr Zeit. Ja, Au, das geht. das ist kostende Figur. Sehe ich das Ja, wenn richtig? er den macht, ja, wenn er den Bauern vorzieht, ist es.
Also ich sehe zumindest nicht, wie er die. Ja. Gut gespielt bisher, ne? Von Kalix, kann man nicht sagen. Ja, es war ordentlich. Es sind Kleinigkeiten, die hier entscheiden letztendlich. Es ist ein Rechenfehler. Ja, das geht auch nicht. Das geht nicht. Timo, CM, Gulli erklärt die Stellung, Kappa. Ja, ach, Quark. Da hat der gute Grieche, da hat er mir schon was voraus. Aber ein bisschen was kann man ja auch sehen, ne? Was ist das denn jetzt? Läufer D3. Ja, er probiert noch was, ne? Puh. Er geht mit der Dame zurück, okay, aber ist eh egal. Dame D1, sieht gut aus. Er hätte auf C5 nehmen können, war auch okay. Ja. Ja, das ist der Anschlusstreffer jetzt hier. Alles andere wäre seltsam. Auch von der Zeit her, ne? Ja, Ja. die Zeit ist ein großes Problem. Tja, da kann man einfach mal die Figur raushacken, ja. Läufer D4 hier vielleicht einfach. Kann machen, was er will, irgendwie, ne? Turm B1 wäre jetzt noch ein letzter Fall. Ah, A4, okay. Dame A6. Ja. Jetzt läuft er direkt in die Angriffe hinein, Turm C1 und so. Turm C1, richtig. Muss er eh nach A6 zurück. Das Einzige, was noch passieren kann, ist, dass Weiß hier irgendwie nervös wird und irgendwas einstellt. Naja. Jetzt stellt Schwarz was ein. Ja, die Dame zum Beispiel. Genau. Hat er nicht gesehen, Oh, witzigerweise. Kalix. Ja, gut, er sieht den Turm. Er will den Turm haben. Ist auch gut, ne? Ja, Aber ist auch nicht schlecht. Ja, Schwarz will Läufer E4 probieren und Matt setzen auf G2, aber geht natürlich hinten und vorne nicht. also eine Aber. gute Partie von Kalix mit einem kleinen Schönheitsfehler, ne? Die Dame hätte man schon mal wegschnapsen können, aber ja. Ja, am Anfang nicht E5, sondern die Stellung öffnen. Ich glaube, dass sogar Schwarz strategisch wahrscheinlich an einem bestimmten Moment Etwas, sogar ich besser glaube auch. stand, weil das Ja, war ein nicht. bisschen. Nachdem. Ja, okay. Jetzt würde ich einfach Dame G5 Ja, spielen. deswegen hat er das auch gemacht, glaube ich. Dame G5, Tausch erzwingen. Feierabend. Was verliert er so lange? Ja, ganzer Turm weniger ist zu viel, leider. Ja, er hat aufgegeben. GG. Okay, das war der Anschlusstreffer.